Hallo meine lieben Freunde, und es ist der Vatertag und ich befinde mich heute hier in Hermannsburg. Ich sitze schon in meiner Kiste und mein Kameramann will nicht die Kamera festhalten. Und dann geht's ja gleich los. Kannst du mich mal filmen? Dankeschön. Ein bisschen weiter weg, dann sieht man das gesamte Auto. Das konnte ich noch nicht richtig zeigen. So. Ja komm, Alte. Auf wen soll ich kommen? Nein, du musst nicht die ganze Zeit filmen. Hier Leute. Wir schneiden den ganzen Scheiß mal richtig schön zusammen und dann geht's mal gleich los, ne? Wir müssen uns jetzt erstmal schön Platz suchen, also haut rein! So, meine lieben Freunde, ich befinde mich jetzt mittendrin im Vatertagsstimmung mit den ganzen Leuten hier. Oh Mann, und überall gehen sie dran vorbei und so. Hier steht auf jeden Fall meine komplette Karre. Ja, und hier ist mein Arbeitskollege. Sagen, Stimmung kann langsam aber sicher losgehen. So viel Alkohol an einem Ort. Jetzt habe ich hier nochmal schön so meinen Gürtel. Ich weiß gar nicht, ob man mich richtig hören kann, aber auf jeden Fall wird ein geiler Tag hier. Wo ist sie rum? In der Mitte. Mittendrin jetzt. Ich will jetzt auch rein. Ich will jetzt mit dem Bein. Ich will jetzt mitsehen. Ich hab 25 Liter Kronbacher. Echt? Ja. Achso, du wolltest ja eine Kippe haben. Ja, ja, eine normale wäre ganz gut. Ey. Ist auch keine normale, aber reicht. Das ist gestopft, ja. Ja, meine lieben Traum, Freunde, leider stehe ich nicht da drin. Ich habe nämlich keinen Bock, voll Bier vollgekippt zu werden. Bitte vielmals um Entschuldigung. Okay Leute, ich bin hinten dabei und ich fahre gerade hier mit ein paar Kollegen. Boah. Muss ich erstmal gucken, wie das Ganze wird. Akkus halten bis jetzt noch. Aber mal sehen, wie es so weiter wird. Ja, meine lieben Freunde, jetzt sind wir hier so auf dem Feld. Die Akkus haben schon zwei Balken verloren, weil da hinten so ein beschissener Hügel war. Jetzt kommen die ganzen Weiber. Oh mein Gott. Ich stell mich jetzt mal hier so ein bisschen in die Sonne. Was? Ich fahr schon. Ja, los. Okay. Oh Leute, jetzt darf ich auch mal hier unterwegs sein zu Fuß. Großes Feld. Oh Gott. Alter, das dauert noch ewig. Wunderbar. Bei den ganzen Energy, den ich getrunken habe, mein Helm, Alter. Naja, dauert noch ein bisschen bis zum Strand. Und ist schlecht vor der Tag. Außer wenn ich durch bin. Hier! Okay. Ist doch geil! YouTube, Leute! Wir sind da! Jo, meine lieben Freunde, muss mal aufhören, die ganze Zeit so spät zu reden. Alter, wir haben es nach Oldendorf geschafft, oder Oldenburg? Nee, Oldendorf. Dauert noch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was hier abgeht. Die Batterie sagt jetzt, ich will nicht mehr. Wir müssen gleich tauschen. Oh mein Gott, wir müssen noch nach da hinten hin. Gucken, was uns das alles so bringt. Also Leute, bis später. Ich stehe hier gerade ein bisschen blöd auf der Straße, aber die Akkus versagen gerade einfach ein bisschen.
Wir haben es noch nicht ganz geschafft und irgendwie ist jetzt hier was mit der Gruppe nicht in Ordnung. Keine Ahnung, der eine rastet gerade aus. Da. Meine Freunde, jetzt befinden wir uns am Strand. Wir haben es richtig geschafft. Danke an die Jungs, Mädels, die mir hier geholfen haben. Ich mache jetzt schon Grill an. Das ist nämlich immer noch mein Frühstück, denn zum Frühstück hatte ich nur eine Banane und habe die ganze Zeit Gummibärchen gefuttert. Wir haben ja noch Erdnüsse und alles Mögliche. Das Auto steht ein bisschen Schatten, gut mit der Sonne zurecht. Hier ist jetzt der Grill aufgebaut und wir haben jetzt noch die... Und jetzt haue ich mal die Scheiße hier an, weil Hauptsache wir stehen in der Sonne. Ja. Also meine lieben Freunde, wir haben den Grill anbekommen. Das eine Fleisch ist verbrannt. Ich esse gerade Gummibären. Ich dachte, ich mache mal wieder eine Aufnahme nach 2-3 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wir hätten hier mal echt eine Uhr mit hinnehmen können. Aber auf jeden Fall bin ich wieder nüchtern. Ich musste gerade was exen. Musste ich. Keine Ahnung, wieso. Musste ich einfach. Alter. Ich zeig das mal kurz. Da stehen wir, da ist das Auto. Das Auto ist schon richtig demoliert und wir haben es bis hierher geschafft, das waren 5 Kilometer. Ich weiß nicht, läuft das Radio noch? Auf jeden Fall richtig korrekte Leute kennengelernt. Da spreche ich jetzt mal den Manu an. Jo, wenn du mal irgendwann dieses Video siehst, als Let's Player, ne? Ich meine, du bist beim Bund, ne? Aber ich will jetzt mal wieder mit Gameplays und Let's Plays anfangen, aber ihr wisst alle aus den Videos, wie abgefuckt mein Headset einfach ist. Aber der Typ da ist ein Survival-Gamer. Ich habe meinen Bruder gefunden, Alter. Ich bin auch so ein übelster Survival-Gamer. Ich kann mich mit ihm über alles unterhalten und er war beim Bund. Und er hat echt Muckis, was ich ja nicht mehr so hab, ne? Ich habe so viel Fett, wenn ich Muckis aufbauen würde, ich würde total... Scheiße, Leute, ich will euch nicht zuquatschen. Es ist nur einfach so wunderschön hier. Wunderschön, echt? Also, ich mache nachher noch einen Upload und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Leute, ich melde mich kurz zurück. Seht ihr dieses kleine Kind da? Es sammelt Pfandflaschen. Ey, der kleinste Bettler, den ich je gesehen habe. Nein, zu einer Reportage gehe ich da jetzt aber nicht hin. Das kommt in YouTube, das ist dir schon klar, ne? Ja, klar. Ja, Mann, ehrlich? Ja? Nice, Mann, ey, ich bin Nico. Wir sind an den, wie heißt das hier? Kieszeichen in Eulendorf. Hier ist voll die fette Party. Haut rein, Jungs, bis dann. Ja, klar. Älteste Freunde. Digga, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Okay, das ist meine Mucke. Jetzt habe ich so viele Fässer gekauft und die trinkt keiner. Freunde, ich melde mich zurück. Tote Hose langsam. Scheiße, was ist mit der Linse los? Jo, es liegt an der Sonne. Ich weiß nicht. Ich bin total nüchtern, aber es ist einfach langweilig. Aber ich will natürlich nicht gehen, wegen den ganzen Leuten. Das einzige Problem ist, ich muss ja auch irgendwie nach Hause, weil die Sonne, die ist von da nach da gezogen. Ich habe das mitverfolgt. Hier geht so schnell die Zeug herum. Ich wollte ja eigentlich nur mal den Vatertag mitmachen, um zu sehen, wie das so ist. Ne? Und jetzt war ich hier und ja. Keine Ahnung. Es war ganz okay. Ja, mein Arbeitskollege ruft mich. Mal gucken, was noch so passiert. Mal wieder kurzen Upload. Ich habe gerade vielleicht das Dümmste gemacht ever. Ich hätte mehr Becher kaufen müssen. Auch wenn Becher so scheiße teuer sind. Wenn man sagt, wie man für 20 Euro einen Becher einkaufen. So blöd ist das nämlich nicht. Ich habe gerade einen ganz... Da hinten ist mein Arbeitskollege. Und ich habe gerade ein 7,99 Euro Fass für 11 0,2 Plastikbecher getauscht. Läuft. Wir haben jetzt wieder Becher, weil wir saufen die und schmeißen die auf den Boden. Alter, ist das hier schön kalt. Ja, schön getauscht. Stefan wird sich am Montag kein Stück mehr daran erinnern können. Ne? Aber ich sag mal ganz ernsthaft hier, läuft. Stefan ist auch einer der Letzten, der da noch so ist. Keine Ahnung, da sind wir. Ich muss hier langsam mal weg, weil die Sonne, die geht immer weiter unter. Und deswegen, ich bin nicht betrunken, nein. Ich höre mich nur so an, weil ich irgendwas, immer dieser bittere Geschmack und der zieht immer meine Stimme nach unten. Okay, langsam müssen wir nämlich das Auto mal auf die Straße stellen, weil ich muss von diesem Sandweg hier runter. Weil das Auto steckt da schon fest. Aber ich versuche gerade noch zwei Fässer loszuwerden. Einfach weniger Gewicht. Ich habe jetzt gerade schon das eine 5 Liter Fass getauscht. Das sind halt 5 Kilo weniger. Und das heißt, mein
Auto mit den halben Akkus, die ich noch habe. Sind ein bisschen schneller. Ja, dann Leute, ich melde mich bestimmt nochmal wieder. Mal gucken. Ciao. Jo Leute, ich bin nüchtern und es nähert sich langsam dem Ende zu. Und ich wollte einfach mal wissen, wie dieser Vatertag hier so abgeht. Es sind hier immer noch ein paar Leute. Im Hermannsburg waren wir echt so eine riesige Crew, aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß viele Sachen für nächstes Jahr. Und wenn ich mich jetzt hier so umgucke, was hier auch alleine schon alles für Pfandflaschen rumliegen, ne, und was die Leute nicht trinken, einfach nur, man hat hier kein Konzept. Ich versuche die ganze Zeit Konzept zu halten. Jetzt sind zwei Fässer offen. Super. Ein Fass, wie gesagt, habe ich weggegeben und ja. Ich habe noch eine riesige Kehrtüte und ich überlege die ganze Zeit jetzt, hier liegt sogar noch ein Einkaufswagen für Penny, diese ganzen Pfandflaschen, die ich jetzt hier so finden würde, ne? Die jetzt hier so mitzunehmen. Okay, da hinten knutschen so ein paar Leute rum. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich glaube, sie haben mich gerade bemerkt. Jetzt gehen sie in die Büsche und wollen sie jetzt ordentlich poppen oder was? Was ist da los? Ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Die schillen da gerade am Auto, weil der ganze Pfand, der hier liegt. Also die ganzen Flaschen, Glasflaschen würde ich hier lassen. Ne? Aber hier sind ja 15 Cent Flaschen und hier sind ja auch noch 25 Cent Flaschen. Also jedes Jahr hammer viel Zeug. Ne? Aber ich würde ja wirklich sagen, ich mache das nächstes Jahr. Dann brauche ich ja einen riesigen Anhänger. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr nochmal BK Mobil machen sollten und das denn der zweite Teil ist, 2017, ich weiß nicht ganz weiter, keine Ahnung. Hier liegen so viele Flaschen, ne? Ich meine, wir sind ja auch gerade mit unserem Zeug gerade so vorbeigekommen. Und hier steht ja überall alles voll. Ja. Ich weiß nicht genau. Und so viele angefangene Flaschen und nicht ausgeleerte Flaschen und ich habe sie Paddy gemacht und so. Man müsste hier einfach mal vorher so eine Plattform aufbauen, wo man sitzt und ja, ein paar mehr Stühle. Ich hatte doch noch Stühle, die hätte man wegschmeißen können, dass wir die irgendwie noch mitkriegen. Ich bräuchte echt mal einen Führerschein, aber ich sollte dann einfach mal einen Führerschein machen und einfach nur mal ein paar Mal im Jahr mit dem Auto rumfahren, damit ich einfach was hab. So, die Sonne verschwindet noch nicht hinter den Baumkronen, aber ich würde trotzdem gerne noch auf die Straße fahren, weil ich muss ja noch nach Hause gucken. Keine Ahnung, ich glaube, ich fahre den Weg alleine, wenn ich den noch weiß. Ich weiß ihn noch so teilweise. 5 Kilometer nach Hermannsburg und in Hermannsburg kann ich mir den überlegen, ob ich nach Hause gurke oder hier bleibe. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal wirklich sagen, mit diesen ganzen Pfandflaschen hier, ich nehme jetzt Pfandflaschen mit, aber ich habe jetzt keinen Bock, wie so ein Dulli hier rumzulaufen und diese Flaschen einzusammeln. Aber vielleicht, ich glaube, ich mache das. Mal gucken, wie es so läuft. Letztes Update, wo ich mir ja wirklich wünschen würde, dass das hier ein Livestream wäre. Die Bildqualität ist echt, Alter, die Sonne ist schon unter den Baumkronen. Diese verdammten, wir kriegen es einfach nicht gebacken, Alter. Wir gehen zu viert, wir gehen zu dritt, wir gehen zu zweit, ich bin jetzt alleine. Super. Wo sind die denn alle hin? Mann, Alter, klärt das doch zu Hause oder so. Leute, ich muss wieder nach Hermannsburg. Ich. Und eben war hier so ein Mädel, auf das wir aufpassen sollten. Ja, super, was mache ich jetzt hier? Ich habe Pfandflaschen gesammelt, ganz viele. Habe ich jetzt gemacht. Ganze Tüte voll. Ich muss jetzt noch 5 Kilometer fahren. Das schaffen die Akkus noch. Nur ohne meinen Kollegen fahre ich nicht. Da sind sie, da sehe ich sie gerade. Da ist Manu, da ist Jerome. Wow, dass ich mir die Namen merken kann, ist schon so eine Sache. Die Vollidioten da vorne stehen, mitten auf der Straße. Den muss ich gleich überfahren. Komm, lass uns wenigstens bis zur Brücke fahren. Dann muss ich die ganze Straße runterfahren. Dann kommt der Landweg. Dann geht es da um die gesamte Schneise. Dann geht es hinten lang. Dann kommen noch ganz viele Schlängelkurven. Komm. Alter, meine Socken sind im Arsch. Ich sehe Manu, aber ich sehe Artif nicht. Keine Ahnung, wo der ist.
Der Bart kommt jetzt ab, ey. So geil habe ich alles geplant, ne? Und zum Schluss, wirklich, jetzt wo ich den eigenen Fahnertank miterlebt habe, kann ich ja wirklich... Oh, da kommen sie jetzt alle. Er hat es geschafft, alle zu holen. Ich kann wirklich sagen, wir brauchen mehr Becher. Und ich möchte irgendwie ein Auto bauen. Ich will etwas richtig Geiles machen. Ich habe viele neue Ideen für nächstes Jahr. Ja, ich mache das, glaube ich, nächstes Jahr nochmal. Aber so, dass die anderen auch was bezahlen. Ich kann doch nicht jedes Mal so viel bezahlen. Jetzt versuche ich erstmal nach Hause zu kommen und dann sage ich, wenn ich zu Hause bin, sowieso noch was zu diesem gesamten Tag. Und dann erstmal, Leute, haut rein. Und meine lieben Freunde, da kommt das Auto. Tschüss, und es ist stockendunkel, man hört nur noch meine Stimme. Yo. Das Auto hat es total überlebt, aber wir Respekt sind jetzt... Respekt an das Auto, Alter. Mal gucken, wo wir Bester hin müssen. Bester Vatertag. Lass mal einfach fahren. So, meine lieben Freunde, willkommen zur Rücksprache. Ja, also den Vatertag habe ich überlegt. Es ist jetzt leider auch schon Sonntag, weil ich die ganze Zeit... Oh, ich bin so im Arsch. Ich glaube, ich habe vorhin schlechtes Hühnchen gegessen, das noch von Mittwoch stammt. Was ich mit zum Feiertag hatte, aber nicht grillen konnte. Alter, da war so wenig dran, ne? Und ich habe schon seit Freitag oder Samstag Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Video habe ich das auch schon mal erwähnt. Oh. Auf jeden Fall, ich fand's cool. Und ich habe viele neue Ideen für nächstes Jahr. Denn ich denke, BK Mobil werde ich fortsetzen. Aber genau 2017. Ich habe nämlich die folgenden Ideen, dass man entweder ein elektrisches Fahrrad nimmt, aber die Reifen dicker macht und dann um dieses elektrische Fahrrad rum einen komplett riesigen Anhänger zu bauen. Oder wir nehmen jetzt das andere. Ich habe vor, ein riesiges Truckmobil zu bauen, was aus, also weil ich da jetzt Kfz-Mechatroniker habe und Typen, die sich mit Elektrik und so auskennen, mit den ganzen Leuten kann man das wirklich schaffen. Ich habe ja einen Scooter, HS686, glaube ich, oder 868. Ich weiß es nicht mehr genau, oder einfach nur 68. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, meine Haare, die ich mir selbst geschnitten habe. Total bescheuert, der Schnitt einmal so, einmal so. Oh Gott. Es wird erst am Wochenende gerichtet, also nächstes Wochenende, also am 14. wird es gerichtet werden. Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich die geile Idee, dass ich 4 Autos zusammenschweiße. Aber halt auch nur... Und dass auf diesen Auto 6 Leute sitzen können. Und ich aber einfach mal mehr Akkus als normal habe. Und ein Steuerpult. Das muss man sich mal vorstellen. Erstmal wird das alles zusammengeschweißt. Autos komplett auseinander, wird zusammengeschweißt. Da muss man die Kontrollpunkte verbinden, dass dieses gesamte Auto über einen Kontrollpunkt gesteuert wird. Und dann sind das, also das, der normale Scooter, also der Revelator für alte Leute. Ich habe, glaube ich, was Falsches gesagt gerade. Ich bin nicht sicher, der hat ja 2 Getriebe. Also 2 kleine Motoren, 2 kleine Elektromotoren. Nämlich einmal für das linke Rad und für das rechte Rad. Und so muss man sich vorstellen, wenn ich 4 Autos habe, habe ich einmal mein Auto, was komplett da noch ist, mit Kontrollpunkt. 1, 2 und dann 3 Autos dazu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Getriebe hat dieses Gefährt dann einfach. Ne? Also hier sind die ganzen Getriebe und hier ist einfach mein Auto. Und dann habe ich irgendwie so eine geile Dachkonstruktion so, die man so auseinanderziehen kann und dann so Stelzen so in den Boden. Und da sollen 6 Leute drauf sitzen können, plus mich, das sind 7. Also da 3 und da 3 und dazwischen sind Schubladen. Und ich habe da wirklich krasse Ideen. Wenn mein Vater jetzt hier wäre, von dem ich dieses ganze Talent einfach habe, würde einfach sagen, oh, der Scheiß funktioniert nicht. Ist ja genauso geil wie die Idee, die ich hatte, dass ich zwei Getriebe übereinander baue mit einfach nur so einem größeren Schlauch. Damit sich das schneller gedreht. Aber wenn man die hintereinander macht und die ganze Elektronik zusammen verbindet, dann sollte das gehen. Alter, ich krieg gerade wieder Magenschmerzen. Ich hoffe mal nicht, dass ich morgen krank werde, weil nach so einem langen Wochenende krank zu sein, wenn man zur Arbeit geht, das ist nicht schön. Nicht, dass ich jetzt eine Lebensmittel
Vergiftung kriege. Ihr wisst, dass man Hühnchen nicht so lange aufheben kann. Und ich hab's jetzt trotzdem gegessen. Ey. Ich hab's mir erst mal in der Pfanne gemacht, bis es halb schwarz war. Also man konnte es noch essen, aber dann aufgeschnitten. Meine Oma hat gesagt, schneid das mal auf, nicht, dass es roh ist und du rohes Fleisch isst. Es war innen noch total roh. 30 Minuten oder mehr im Backofen. So, dann habe ich es gegessen und Alter, ich fühle mich. Und gleich, nachdem ich das erste runter hatte, sagte mein Bauch schon irgendwie, Alter, was machst du da? Auf jeden Fall möchte ich euch nicht lange zuquatschen. Das sollte eigentlich nur ein kurzes Video werden. Ich muss jetzt noch was ganz anderes schneiden. Also Leute, ich habe da viele Ideen und auch Kommentare oder Hilfen, also wenn ihr da was helfen wollt. Und für die Leute erstmal, die mich an diesem Vatertag gesehen haben, ich bin der BK Brainy und ich saß in meinem BK-Mobil, was aber leider nicht auf der Seite drauf stand. Oh. Ich hoffe, ich komme ins Fernsehen, da ist ja der eine Typ mit der Drohne rumgeflogen. Hat mich aber leider nicht gefilmt. Gucken, ob noch ein anderes Video rauskommt. Auf jeden Fall, mein Video kommt ganz schön spät, weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, nach 3 Tagen erst. Aber nach dem Vatertag fangen ja so viele Leute an, diese Videos zu gucken. Deswegen hatte das eine Video auch einfach mal schön so 1000 Klicks. Mal gucken, wie viele Klicks mein Vatertagsvideo bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass ich nicht mal diesen langen Bart hab, ne? Aber das war echt das letzte Video, glaube ich, wo ich so einen langen Bart hab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch und wenn ihr mehr sehen wollt, dann hinterlasst einfach mal ein Abo und schaut euch auch andere Videos an. Schaut euch andere Videos an, was ich noch so drehe. Crazy Work startet demnächst. Ich habe jetzt hier richtig riesige Arbeitsfläche. Da ist Crazy Work. Es fehlt nur noch hinten die Arbeitsplatte, aber ich habe hier so viel Platz. Wir haben es geschafft, das gesamte Material da hinten einzuräumen. Aber das, meine Freunde, seht ihr in einem anderen Video. Also dann, Leute, danke fürs Zuschauen und haut rein!